Hallo, heute bereiten wir gemeinsam dieses leckere, herzhafte Gericht zu. Das ist Beti Kebab, bestehend aus Hackfleisch, das in Jufka eingerollt wird und mit Joghurt und Tomatensauce serviert wird. Es ist super einfach und sehr beliebt in der türkischen Küche und das zu Recht, denn es schmeckt unglaublich lecker. Zunächst bereiten wir unsere Hackfleischmasse vor. Diese besteht neben Hackfleisch natürlich aus Zwiebeln, etwas Petersilie, einem Ei, Gewürzen wie Salz, Pfeffer und Paprikapulver und Semmelbröseln. Alles, was wir tun müssen, ist die Zwiebel und die Petersilie ganz fein zu hacken und im Anschluss können alle Zutaten einfach zusammengemischt und gut verknetet werden. Die genauen Mengenangaben zu diesem Rezept findet ihr übrigens wie immer unten in der Infobox. Zusätzlich zu diesen Zutaten könnt ihr auch in die Hackfleischmasse, wenn ihr wollt, etwas Knoblauch und Kreuzkümmel hineingeben, schmeckt auf jeden Fall auch super lecker. Die Semmelbrösel geben wir hinein, damit sie beim Backen das Fett, das normalerweise aus dem Fleisch heraustreten würde, schön aufsaugt und das Fett im Fleisch bleibt. Statt Semmelbröseln kann man natürlich auch altbackenes Brot fein mixen und hineingeben. Ist die Hackfleischmasse gut durchgeknetet, formen wir daraus längliche Portionen ein. Ich habe aus der gesamten Menge 4 gleich große Portionen geformt, die ungefähr so lang wären wie die Breite meines Backblechs, also so ungefähr 40 cm. Ihr müsst bedenken, dass sich das Fleisch beim Backen zusammenzieht und die Form am Ende etwas breiter und auch kürzer wird. Die fertig geformten Hackfleischportionen werden bei 180 Grad Ober- und Unterhitze für ungefähr 20 Minuten gebacken, bis sie schön Farbe bekommen. Komplett durch sollten sie aber nicht sein, da sie nachher nochmal in den Backofen wandern. Kurz bevor das Hackfleisch fertig ist, können wir unsere Butter schmelzen, mit dem wir die Jufka-Blätter bestreichen werden. Das machen wir natürlich für den extra Buttergeschmack, aber auch deshalb, damit die Jufka-Blätter zusammenbleiben und nach dem Backen nicht auseinanderblättern. Nach 20 Minuten holen wir unser Hackfleisch aus dem Ofen und können sie gleich sofort in unsere Jufka-Blätter einrollen. Wir benötigen für dieses Rezept insgesamt nur 2 Jufka-Blätter. Eigentlich sind in einer Verpackung mehr Jufka-Blätter drin, diese könnt ihr aber für ein anderes Rezept verwenden. Solltet nur darauf achten, die Verpackung wieder gut zu verschließen, da Jufka-Blätter relativ schnell austrocknen. Vor dem Einrollen bestreichen wir, wie bereits erwähnt, die Jufka-Blätter zunächst mit geschmolzener Butter und legen jeweils 2 Hackfleischrollen nebeneinander auf ein Jufka-Blatt. Von unten, rechts und links wird das Jufka-Blatt dann über die Hackfleischrollen geklappt und eingerollt. Mit dem zweiten Jufka-Blatt verfahre ich nun genauso und rolle darin die übrigen 2 Hackfleischrollen ein. Die fertig eingerollten Portionen werden nun in kleine Stücke geschnitten. Bei mir waren es 20 Stück. Die Kebabstücke geben wir nun wieder auf das Backblech und bestreichen unsere Jufka-Blätter auch von außen schön mit der geschmolzenen Butter. Anschließend wandern die Kebabstückchen für ca. 10 Minuten bei gleicher Hitze nochmal in den Ofen, bis sie oben schön goldbraun werden. In der Zwischenzeit können wir die Tomaten-Paprikasauce herstellen. Die ist sehr einfach und schnell gemacht. Dazu erhitzen wir einfach etwas Öl in einem kleinen Topf und braten darin unseren Tomatenmark und unseren Paprikamark an. Tomaten und Paprikamark sind schon würzig genug, deswegen gebe ich hier keine Gewürze hinein. Auch Salz ist hier überhaupt nicht nötig. Tomaten und Paprikamark lösen sich in Öl schwer auf und bleiben eher klumpig. Die Soße für unseren Kebab soll aber schön cremig sein, deshalb geben wir an dieser Stelle noch etwas Wasser hinein und lassen die Soße ein paar Minuten köcheln. Die Kebabstückchen können wir nach 10 Minuten aus dem Backofen holen und auch schon sofort heiß servieren. Ich habe noch Tomaten-Bulgur-Reis zubereitet, in der Regel wird auch in jedem Restaurant dieser Reis zu diesem Gericht serviert. Einige Kebabstücke habe ich um den Reis herum positioniert, allerdings muss ich an dieser Stelle anmerken, dass ich das nur für das Foto so gemacht habe, das ist auf keinen Fall eine einzige Portion. Pro Person und pro Portion Reis serviere ich normalerweise ca. 5-6 Kebabstückchen. Und jetzt kommen die letzten Schritte. Über den Kebab gießen wir zunächst etwas Joghurt. Den Joghurt habe ich mit ganz wenig Wasser verdünnt, damit er den Kebab schön benetzen kann und anschließend gießen wir von unserer heißen Tomatensauce über die Kebabstückchen.
ein bisschen mehr Farbe, streue ich etwas gehackte Petersilie und dann ist das Gericht auch schon bereit zum Genießen. Falls ihr dieses köstliche Gericht auch probieren wollt, schaut auf meinem Blog oder auf meiner Instagram-Seite vorbei. Dort habt ihr die Herstellung auch nochmal schriftlich. In meinem nächsten Video sehen wir uns dann mit einer Motivtorte wieder. Ich wünsche euch bis dahin viel Spaß mit dem Rezept und guten Appetit. Tschüss!